Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Hier ist im Studio der Daniel und ich bin Sashi und wir reden heute über den 11. Oktober. Und am 11. Oktober haben wir, wie immer, ein berühmtes Geburtstagskind und das Geburtstagskind heute... Bobby Charlton. Bobby Charlton, der Fußballer. Englischer Nationalfußballspieler, Spielmacher. Leider gegen Deutschland mal Weltmeister geworden. Scheiße. Ja, ist ja. Wie es ist. 1966 war das, ne? Ja. Und da war doch dieses Wembley-Tor, Tung-Tung. Richtig, und da war Europas Sportler des Jahres auch noch. Ja, hier sieht man Bobby Charlton in früheren Jahren. Hier noch mit Haaren. Heutzutage, die neuen Bilder sind alle mit Glatze. Ja. Ja, also wie ich das Video gesehen habe, habe ich gedacht so, hä, das soll Bobby Charlton sein? Nie im Leben. Aber als junger Kerl sah er wohl so aus. Ja, aber am 11. Oktober 1987 wurde auch Uwe Barschel in der Badewanne gefunden. Ja, dann hat man tot aufgefunden, den damaligen Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Und daraufhin war er dann nicht mehr Ministerpräsident eigentlich gewesen. Ne? Ja. Ja, der aufwachte, ja. Hat er gemerkt, jetzt ist er tot. Und, ja. Am 11. Oktober ist aber auch... Ja, am 11. Oktober ist Coming Out Day, internationaler Coming Out Day, zwar seit 1988. Also tut euch keinen Zwang an, wenn ihr uns irgendwas zu sagen habt. Kommt damit raus. Sascha, wie ist es bei dir? Ich überlege gerade, ob ich was zu sagen habe. Ich enthalte mich jetzt gerade mal so der Meinung. So, ich möchte es jetzt gerade nicht sagen. Ja, okay. Ist mir gerade zu öffentlich. Ach komm, jetzt mach doch. Ja, also ich hab eine türkise Unterhose an. So. Oh, okay. Und ich mag sie auch ganz gerne. Ja. Aber ich wechsle sie öfter mal. Mhm. Ja, ich wechsle die öfter, die Unterhose. Mit wem? Häufiger. Je nachdem, wer gerade da ist. Ja. Ja. Am 11. Oktober ist aber auch der Roman, 1605 ist der Roman erschienen, Don Quixote. Ah, okay. Ja, von Miguel de Cervantes. Ja. Weißt du noch, wie das Pferd von Don Quixote hieß? Sancho Panza? Nee, keine Ahnung. Ich habe die richtige Frage gestellt, wie ich merke, weil ich habe da Lücken aufgetan. Ja, tut mir leid, gerade. Ich kann nicht alles wissen. Rosinante. Jetzt, wo du sagst. Ja. Sie nannten ihn Rosinante. Ja, genau. Rosinante und Sancho Panza. Pancho? Panza? Sancho Panza. Sancho Panza. Gar nicht so einfach auszusprechen. Sancho Pferd. Aber hier sehen wir Miguel de Cervantes. Ja. Mit seinem merkwürdigen Kragen. Ja. Hat vorher Lasagne gegessen und die sind übrig gewesen. Hat er sich gedacht, mach ich doch mal ein Kleidungsstück draus. Ne? Ja, genau. War so ein kleiner Lagerfeld auch. Irgendwie. Füllung rausgepult und schon ging's los. Nee, Lasagne. Lasagne hat keine Füllung, das sind so Platten. Verstehst du? Ah. Nicht die Calzone. Nee, nicht Calzone, sondern wie heißen die? Cannelloni. Cannelloni, genau. Mit Essen kennt er sich aus, sieht man gar nicht. Mensch, ja. Der Daniel wieder mal. Der Dreck. Das war der 11. Oktober. Am 11. Oktober haben wir sehr viel gelernt. Wir haben über Sancho Panza haben wir was gelernt. Sancho und hier über Barschel und Coming Out. Deine türkise Unterhose. Meine Unterhose, ja, genau. Das könnt ihr alles in die Welt raustragen, könnt angeben und könnt jemanden aufweisen an der Theke. Könnt den genau das Video liken und auch den Kanal abonnieren. Ja, Mensch, ich sag dir, was ihr alles könnt. Ah. Ja, ich sag Cheerio, Miss Sophie.